ja nicht zu fassen. Oh nein, ich wollte die Uschi, die neue Verkäuferin, da sein. Und jetzt ist schon gleich 10. Aber logisch, natürlich. Ich, der Depp vom Dienst, ich darf mich wieder in den Laden reinstellen, als wenn ich nichts anderes getan hätte. Der kommt mir jetzt gerade recht. Obwohl, der kann ja gar nichts dafür, dass ich so eine Wut hab. Tritt ein, mein geliebter Postler. Geht's da halt nicht so besonders? Gut, na halt nicht. Dann kann ich genauso gut mein Wut wieder haben. Was der Wut? Warum? Warum? Frag nicht so dumm. Jetzt ist mir alles klar. Heute hab ich bloß eine Reklame. Kannst behalten, mag ich nicht. Bin ich blöd, oder was? Ja. Die Wurst gibt's halt keine. Nein. Na geh wieder, wenn's zu ekelhaft bist. Ach, bleib da. Schau, ich bin ja gar nicht ekelhaft wegen dir. So? Nein, wegen ganz was anderem. Mein Mausi-Schwanzerling. Na, wie war's? Könntest du mich vielleicht zufälligerweise wieder mal küssen? Nicht unbedingt. Ja? Da herin im Metzgerladen, was meinst du, was der Bezirksinspektor sagt? Kommst heut auf die Nacht. Wohin? Ja, frag doch nicht so blöd, zu mir natürlich. Warum? Glaubst du das? Du raubst mir noch den ganzen Verstand. Da ist nicht viel hin. Na gut, also dann bis heute Abend. Meine Herz allerliebste. Naja, das Herz aller hätte ich auch weggelassen können. Er ist doch ein lieber Mensch. Aber mein geistiges Niveau wird er nie erreichen. Um Gottes Willen. Entschuldige, Gerdi, meine Mama ist krank, ich habe einen Kloren mitbringen müssen. Äußerst praktisch. So ein Hosenscheißer in einem Metzgerladen. Chefin, wir haben ein Kind gekriegt. Na, du Meine Frau Stange, entschuldigen Sie, ich habe meinen Seppi mitbringen müssen. Ist ja überhaupt nicht schlimm. Der stinkt fast gar nicht. Ja, geh nur du an die Arbeit wieder, gell? Ja, da bin ich schon vor. Mein Gott, was machen wir denn mit dem Seigling da im Lohn herin, ha? Ich hab mir gedacht, man kann den doch in Küchen ausstellen. Er ist wirklich brav, Frau Stangl. Ja, mein Gott, na, schaut der recht lieb aus, der Kerl, gell? Ha? Hoffentlich hast du ein Flascherl dabei, weil zu was anderem bin ich nicht mehr imstande. Gott sei Dank. Ist doch eine nette Frau, die Frau Stangl. So, jetzt muss ich mir aber alles gut merken. Nicht, dass ich eine Leberwurst mit einem Bierschinken verwechsel. Naja, Konditorei und Metzgerei sind halt doch zwei Paar Stiefel. Also, das ist der Leberkäs, das sind die Regensburger und das sind die Wiener. Ach, ich glaube, das lerne ich nie. Grüß Gott. Wieder ein neues Gesicht beim Stange. Grüß Gott, ich bin die Uschi. Und ich bin das Fräulein Frieda. Ich versorge den geistlichen Herrn den Haushalt. Mhm. Was ist? Haben Sie heute ein Sonderangebot? Ein Sonderangebot? Na ja, mal ist Schweinefleisch billiger, dann wieder das Rindfleisch. Sie, Fräulein Uschi, können Sie singen? Singen? Jetzt? Na, ich gründe doch einen Kirchenchor. Und da wäre ich für jede frische junge Stimme dankbar. Ja, Lust hätte ich eigentlich schon. Aber ich hab doch ein Baby. Na, da bringen Sie halt das Putzerl mit. Bei so vielen schönen Stimmen wird das gleich musikalisch vorgebildet. Wir proben ja sowieso beim Stangl. Also, was ist? Kommen Sie mit? Mhm. Gut. Was koch ich heute? Grüß Gott. Ja. Da, schau her. Unsere Konditoreiverkäuferin, gell? Mein Fräulein Frieda, grüß deine Gott, das ist aber nett, dass ich Sie wieder sehe. Okay. Stellen Sie sich vor, das Fräulein Uschi kommt auch in meinen Chor. So. Ja, singen wird sie hoffentlich besser kennen, wie Wurstradl verkaufen, Halb und Leberkast auch die kriegen, gell? Fräulein Frieda, das ist aber jetzt schon klar, dass Sie mit uns Damen vom Ort zum Fitnessclub gehen, gell? Sie sind gut. Ich als Pfarrhaushälterin. Aber bitte, das merkt doch die Geistlichkeit gar nicht. Ach, Geschmarrn. Sagen Sie mal, Fräulein, haben Sie nicht ein Kind? Ja, ein kleiner Bub, den Seppi. Ein
Ein Säfi, ja nett. Ein seltener Name, gell? Aber verheiratet sind sie nicht zufällig, hä? Wir sind eine Metzgerei und kein Auskunftsbüro. Mein Gott, fragen werden wir ein Dingerstepper geduschen noch dürfen, oder? Wiederschauen! Alte Ratschen, alte. Mei, was soll denn heute kochen? Das Gulasch muss weg. Das Gulasch muss, ist grad günstig. Ah ja, gut, geben Sie mir einen Pfund. Ja. Na ja, also gut. Geh heute halt einmal in den Club. Hoffentlich sieht mich keiner von den zwei Herren. Das wäre ja eine unausdenkbare Tragödie. Dankeschön. Für Gott miteinander. Zahlt die Frau nicht? Die Kirche lässt bei uns aufschreiben, ja, ja. Ach so. Aha. Und die schreibst du dann ein, gell? Ja. Und dann schneidest du für unser Gulasch frisch, gell? Aber das andere, das war doch auch frisch, oder? Also, beim Standl wird das alles frisch, gell? Aber frisch und frisch, das ist immer relativ, verstehst? Nein, nicht ganz. Pass auf, wie habt ihr das in der Konditorei gemacht, wenn bei einer Torte überblieben ist? Ja, da haben wir Granatsplitter draus gemacht. Aha. Mhm. Und die habt ihr dann am nächsten Tag als frisch verkauft, ne? Na, siehst du das da. Also, das Gulasch von der Frau Frieda, das sind die Granatsplitter von der Metzgerei Stange, ne? Ja. Das Gulasch, das bringst du mir dann, gell? Ja, so kann man das natürlich auch sehen. Ja, kleine Brotzeit wird schon noch drin sein. Da ist ja hier. Sie sind ja gar nicht die Gerti. Nein, ich bin die Uschi. Ich helfe aus. Ja, und ich bin der Markus. Ich helfe auch aus. Ja, also, Fräulein Uschi, richten Sie doch eine kleine Brotzeit hier. Für wie viele Leute denn? Für zwei. Aber einpacken können Sie ruhig für fünf. Wir haben einen Mordshunger. Wenn Sie dann auch für fünf arbeiten, dann passt's ja. Ja, also, da waren wir ja schön blöd. Meinen Sie nicht, ja? Also, denken Sie es auf Zeiten. Ich hol's dann, gell? Ist gut. Wo bleibt denn das Gulasch? Ja. Mehr von der Sorte wird es ja in diesem Kaffee ja nicht geben. Hallo! Hallo! Hallöchen! Die Anita aus Berlin steht auf der Matte. Kein Aas da, na, das ist ja ihr Ding. Jetzt lass mir endlich beim Frieden! Diese stürmische Geh das auf Zeiten! Ja. Es ist einmal wieder typisch! Geh das weg! Wenn man mit dir ein klärendes Gespräch führen will, lass davon! Ich hab keinen Bock drauf, mit dir überhaupt irgendetwas zu klären, weil alles klar ist! Was ist denn hier klar? Janusz, das ist klar! Ich bin gerade eben gekommen und Geh das weg, wer redet mit einer? Sag mal, gibt's in diesem. Gibt's überhaupt keinen Platz, wo man der lästigen Verwandtschaft auskommt? Ich will nach Italien, ich kann gleich lachen! Na, das ist ja ihr Ding. Den werde ich die Flötentöne schon geigen. Madre mia! Endlich auf mit deiner dummen Eifersucht! Come un cazzo! Signore! Du führst dich auf wie ein Verrückter! Ich bin verrückt, ich bin furioso, violente, außer mir wuten. Ma io prendo Rache, assassinare, ermorden, machen kaputte ganze Stange Brot, come la mafia! Ich vertelo, bravio, den italienischen Bayern werde ich schon zeigen, wo es lang geht. Ernabe! Nein! Dieses Kuckucksei in mein Nest gelegt, ohne dass ich davon was weiß! Wo lauter Verrückte in der Gegend. Mensch, das ist ja gediegen. So, der Pumelein, jetzt! Ja, jetzt! Generell da zu mir! So, da geh her. Jetzt singt der Opa ein schönes Wiegenlied, das Liebeslied der Gastwirte, gell? Aber hei, tschipum, bum, zum Saufen ist keiner zu dumm. Aber hei. Also, Geld, ich sage dir gleich von einem weiblichen Preisen, lass ich mir niemals, nie, nicht irgendwas anschaffen. Ich habe das Knäblein gerade in Schlaf gesungen, gell? Die Frau Knupke ist halt jetzt einmal da. Nein, wenn so eine Knupke war. Ich sage das eine, wenn wegen einer Blärerei das Kind aufwacht und ich muss ihr noch die Brust geben, dann wäre ich stocknarrisch, das soll ich. Okay, weiter.
Red doch keinen so einen Schmarrn zusammen, Alter. Setz lieber einen Thomas und einen Steffi einen Kopf zurecht. Glaubst du, dass dieses Affentheater mit der Ramona, das kannst du einfach nicht mehr aushalten. Aber dieser Nino, gell, der hat vielleicht eine südländische Temperatur. Das sage ich dir. Der, wenn der Schmissen reinringt, muss doch Vergnügen sein. Na. In dem Haus da herin, da wird ja bloß noch Schwachsinn gekriegt. Beruhig dich, Weibelein, wenn du nicht da bist, hält sich alles in Grenzen. Oh. Glaubst du, der Tag kommt noch, wo ich den Christopher steh? Da, jetzt ist sauer. Das war aber auch wirklich eine ganz blöde Bemerkung. Du geh. Na, du kleiner Stugeligen. Na, der mal ein bisschen stinkeln, ha? Ja, stimmt, der Geruch ist nicht mehr ganz normal. Ja. Und du bist dir sicher, dass das der Bub ist? Jetzt verschwindest du aber, gell? Das hab ich vergessen, dir beizubringen, wer hier der Boss ist. Guck, mein Puppeli, ich bin der Stange-Opa. Oh nein, das wird dem Buben relativ wurscht sein, meine ich. Du, wer hat denn eigentlich diese preußische Wiederhexerei lassen? Na, wer schon? Deine Mutter. Oh, die hat ja eine Goschen wie eine malaysische Puffotter. Na, das ist mein Toll. Eine Frau im Allgemeinen und eine Berlinerin insbesondere, das sind wir Männer ohne Chance. Ja. Zürich tut es bei uns wie bei den Hotten Toten. Ja. Ich meine, seitdem diese Ramona da ist, sind sie so alle schon nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Und der Nino führt sich auch für den Othello persönlich. Lauft der nicht fein gerade mit dem Messer rum? Tu nur schön schlafen. Wärst jetzt noch kindisch auf deinen alten Tag. Und jetzt hör mal die Schaukelerei auf, weil das Kind wird ja sehr krank. Belästig mich nicht mit irgendeinen familiären Problemen. Ich muss mich auf meine Kandidatur muss ich mich konzentrieren. Ne? Also Vater, dieses Thema bringt mich noch auf 180. Diese Schnapsidee mit deiner Bürgermeisterkandidatur. Das ist keine Schnapsidee, das ist sogar dringend notwendig, damit der Bürgermeister weiß, dass ich einen würdigen Kontrahenten habe. Ne? Hey, komm, Vater, du bringst ja nicht einmal in deine eigene Familienordnung rein. Wie möchtest denn du eine Gemeinde regieren? Das ist mein Problem. Ende der Debatte. Ja. Du, Stefan, fahr einmal gleich zu den Guckenmosern runter. Du, der war am Telefon, der hat sich vielleicht aufgeführt. Du hast ihm eine termingerechte Lieferung zugesagt und wenn er den nicht kriegt, hat er gesagt, dann hängt er dir eine Klage an den Hals. Wobei er recht hat. Ja. Da soll ich mir das Holz vielleicht aus den Rippen schneiden. Jetzt muss man erst einen Schutz in der Bub machen. Ja? Es darf ihm noch die Brust geben. Ne? Hoffentlich hat er einen Schnabi, dass er was erwischt, ein bisschen von mir. Der ist doch seinem Bauträger-Termin gebunden. Der, wenn das Holz nicht kriegt, kann er nicht fertig machen. Ja, das ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen. Ja, eben. Und deswegen lass mich auch einmal mitentscheiden im Betrieb. Ja, dann passiert so eine Schlamperei nicht mehr. Dann machen wir einen Vertrag. Schließlich muss ich auch auf meine Zukunft einmal schauen. Jetzt ist das Gulasch immer noch roh im Kühlschrank drin. Sag einmal, wo ist denn die geschupfte Krawallschachtel da? Ja, warum kocht denn die nicht? Du, Tante Leni, vielleicht reitest auf dem Fleisch, aber jetzt weich. Ist Essen schon fertig, ha? Du, Mama, ich glaube, es wäre Zeit, dass du einmal eine klare Entscheidung triffst. Weil sonst wartet nämlich von vier Frauen eine auf die andere mit dem Kocher. Ja, was haben wir denn, ha? Also bei uns ist es wirklich schön. Wenn mehrere wie drei Stangl beieinander sind, dann wird es ungemütlich. Ich geh. Ja, du, Stefan, wenn ihr jetzt damit die Türen fertig seid, dann musst du unbedingt der Maler Bescheid sagen, gell? Ja. Was, ein Maler? Mein Maler kommt wieder. Ja, wo denn? Was denn? Wir denn? Oh. Mein Maler. Ich bin wahnsinnig, mein Maler. Mein Gott, nein. Sag mal, Stefan, hast du den Eindruck, dass wir eine normale Familie sind? Ja, eigentlich schon, Mama. Schau, anders warst du doch langweilig. Oh, mir war's manchmal ganz gut ein bisschen langweilig. Das Kind blärt und blärt, das Kind ist nicht so schlafen, das ist so glauben, oder? Ist der Lohn draus, Mutter? Was denn? Tu doch mal das Kind her. Glaubst du das nicht? Ich will auch, dass ich da runterfällt, gell? Okay, du musst mir sagen, wie man Kinder halten muss, oder? Ja, nicht, dass der Kopf runterfällt, oder? Red doch gar so einen Schmarrn zusammen, der ist da hochgewachsen. Schon? Der deine hoffentlich auch? Ja! Also manchmal frage ich mich schon, ob wir eine normale Familie sind. Nein, mein Kind!
Ach, jetzt greifen wir mal an. Ich bin nämlich die Anita aus Berlin. Nun sagen Sie mal schön guten Tag zu mir. Ja. Tag. Guten Tag. Kicken Sie nicht so verstört aus der Wäsche, ich beiß schon nicht. Ich bringe ab sofort etwas Schwung in diesen müden Laden hier. Haben Sie doch nichts dagegen, oder? Ja, nicht direkt. Seien Sie mir nicht böse, aber ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, dass Ihr Bayern so pauschal gesprochen, auch durchaus nicht persönlich gemeint, irgendwo mal den Anschluss verpasst habt. Können Sie mir folgen? Selbstverständlich. Aber wir haben gar keinen Bahnhof. Aha, Sie sind ein Komiker. Gehören Sie auch in das Stangelnest hier? Ah, ich hab's ja. Sie sind der mit der Frau, welche, naja, und so weiter und so weiter. Ah. Hat sich das schon bis Berlin rumgesprochen? Mensch, pfeifen doch die Spatzen von den Giebeln. Ach, ist ja ein Seher, also ein Fäscher. Umwerfend gut aussehender Mann. Ihnen müssen doch die Frauen zu Füßen liegen. Ich kann nicht klagen. Na, sehen Sie. Und dieses klitzekleine Bierbäuchlein. Das lässt sich doch auch irgendwie kaschieren. Mein Gott, lassen Sie die Luft raus, Sie laufen ja blau an. So, wollen wir uns mal näher kennenlernen? Oh Gott, deswegen bringt es mir ein Mausloch. Sie sagen schon mal, wäre es nicht möglich, dass Sie eventuell vielleicht kochen könnten? Kochen? Mensch, Männchen, ich stürze mich doch nicht gleich am ersten Tag voll ins Geschehen. Ach, ja. Ich habe so das dumpfe Gefühl, Sie haben Angst. Vor der Anita. Was, ich? Ja. Angst vor einer Frau? Ja. Anita. Ja. Wecken Sie nicht. Das schlafende Raubtier in mir. Oh Gott, der meint es doch hoffentlich nicht ernst, Mensch. Das ist ja gediegen. Fräulein Ramona, welch Balsam für meine Seele, einem Menschen zu begegnen, der auf derselben geistigen Ebene steht wie ich. Noch dazu verpackt in eine so zauberhafte Hülle, wenn ich mich so ausdrücken darf. Ja? Wenn ich Sie erst in die Geheimnisse der griechischen Mythologie eingeweiht habe, dann werden Sie begreifen. Oh, ich begreife, lieber Professore, dass Sie sehr bald Ärger haben werden. Lassen Sie mich der Glückliche sein, der Sie auf die Spuren einer versunkenen Kultur zurückführt, Sie in alle Geheimnisse einweiht, die Glut unter der Asche wieder entfacht. Und halt doch du die Klappe. Ist denn nicht Liebe auch ein Mythos? Unergründlich ein Rätsel, dem wir uns bedingungslos hingeben sollten. Ramona. Mamma mia, mi mancano le parole. Chi è lui? Lui faccio io caputo. Mi faccio caputo. Io detto, io sono uomo. Io comando. Was regt sich denn dieser Pflege überhaupt so auf? Va bene, sag ich doch. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst die Klappe halten? Na also, geht doch. Mein verehrter Amtsbruder. Auf die beiden bin ich jetzt echt nicht scharf. Ohne ihn in Nahe treten zu wollen, so halten wir es doch nicht für ratsam, diesen guten Menschen bei der Sonntagspredigt zu erzählen, die drei Eisheiligen wären der Schutzpatron aller Eisdielenbesitzer. Die glauben das am Ende. Mein lieber etwas übereifriger Bruder, dieses brave Völkchen kann man nur mit etwas Humor in die Messe locken. Dann nehmen Sie es viel gelassener, wenn ich Ihnen von Zeit zu Zeit mal die Leviten lese. Möglich. Jedoch mit unseren verehrungswürdigen Heiligen und der Auslegung der Heiligen Schrift treibt man nun mal keine Scherze. Die Heiligen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Also ich kann nicht umhin, Ihre Denkungsweise sehr befremdlich zu finden. Ja, dann finden Sie, was soll's, ne? Oh, ein kleines Menschlein. Welch süßer Knabe. Ich bitte Sie, das ist doch ein Mädchen. Aber das ist eindeutig ein Junge, Hochwürden. Aber nein, schon das stimmliche Volumen lässt eindeutig auf ein weibliches Kind schließen. Ich kenne mich doch da aus. Ach ja? Ich erinnere in Demut an einen gewissen Vorfall. Wie heißt denn das Knäblein? Nein, 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 das ist ein Mädchen, das weiß ich gar nicht. Jetzt will ich wissen, kommen Sie, wir packen das Kind aus. Packen wir es aus. Wir packen es aus. Ja, was machen denn Sie mit meinem Kind? Das Mädchen weint. Der Junge brüllt. Ach, ich glaube, mein Seppel hat die Hosen voll. Was ich sagte, er hat die Hosen voll. Diese jugendlichen Hitzköpfe wissen alles besser. Kein Respekt vor dem Alter, vor der Erfahrung, vor dem Wissen. Grüß Gott, meine lieben Brüder, wie geht es euch? Silvi! Also, wenn du jetzt nicht bald runterkommst, dann dreh ich durch. Ja, ich komm ja schon. Ach, eine halbe Stunde.
trage ich schon diese dämlichen Tragel durch die Gegend. Und die kommt nicht. Ich habe jetzt wirklich kurz Zeit. Wie kannst du mich so lange alleine lassen? Hm? 14 Tage und Nächte ohne dich. Sylvie, wann heiraten wir? Ach, Toni, da wartet man noch ein bisschen, hm? Da wartet man noch ein bisschen. Immer dasselbe. Du, ich sage dir, such mir eine andere. Okay. Ja, siehst du? Du nimmst mich nicht ernst. Geh, du willst doch bloß, dass ich eifersüchtig wäre. Mehr bloß mal wissen, auf wen. Silvi, ja? Bitte, kannst du mir einen Platz im Haus zeigen, wo ich endlich Ruhe vor Männern habe? Oh, ja, aber hallo, schönes Kind. Ihnen zeige ich doch jeden Platz. Wenn Sie mir bitte folgen würden. So, hier lang. Also, das ist doch eine Frechheit. Na, warte. Und jetzt suche ich mir diesen Nino. Der Doktor, das kann er nicht sagen. Ich bin Stubs auch. Ja, aber. Er schmeckt ihm relativ wurscht. So ist es ja. Sie persönlich sind vielleicht unschuldig. Aber wir können Sie tadellos zuschauen, dass Ihre Alte diesen Fitnesskrampf organisiert. Aber meine Herren, gönnen Sie doch Ihren Frauen ein bisschen was Nettes. Ich meine, so schlimm ist doch das auch nicht. Hm? Eine sündhafte Einrichtung, sage ich. Auch eine Fehlentscheidung unseres Herrn Bürgermeisters. Na, gell? Die Politik mache immer noch ich hier, gell? Stellt euch vor, eine Rundum-Erneuerung lasst es machen. Das ist bei alten Reifen so üblich. Solange sie sich nicht auswuchten lassen, geht's ja noch. Da hab ich ja besser gehabt. Ich meine, ich frisst eine Dosen von dem Happy Body nach dem anderen, aber eine körperliche Veränderung habe ich noch nicht festgestellt. Genau, davon kann ich ein Jahr lang den schönsten Reisschaum dran. Herr Doktor, wir erwarten von Ihnen, dass Sie eingreifen, gell? Ich denke im Traum nicht daran. Lassen Sie Ihren Frauen ihre selbstständige Entscheidung. Also ja, weil da schon was Gescheites rauskam, ja, ne? Nun lasst uns doch endlich Karten spielen, sonst lerne ich das nie. Sie lernen das sowieso nicht. Ja, das ist ja Ihr Ding. Ja? Nun klappen Sie Ihre U-Bahn-Schächte mal wieder zu, sonst sieht's. Ich bin übrigens die Anita Knupfer aus Berlin und bring ab sofort etwas Schwung in diesen müden Laden hier. Gnädige Frau, Ihr Arbeitsfeld ist da draußen. Hier ist eine Männerrunde, ja? Ach, Opa, Sie sind ja zu ulkig. Habe ich euch in euren hochinteressanten Ausführungen unterbrochen? Herr, bewahre uns vor Versuchungen jeder Art. Aber ich bitte Sie, das ist doch eine ganz nette Versuchung. Oh, danke. Gestatten. Ja? Dr. Unrat. Ach, sehr erfreut. Ja. Doktorchen. Ja. Danke. Gestatten, ja? Grundschulpädagoge Holdendold. Was Sie nicht sagen? Andreas Huber, Bürgermeister. Ach, was für eine illustre Gesellschaft. Herr Doktor ist auf Ihrem Knie noch Platz. Ich bitte. Ja, danke schön. Was hat er, was ich nicht habe? Sie gestatten, gnädigste, dass ich mit meinen Ausführungen weiterfahre. Ja, danke. Also, meine Herren, Stangl, Martl, ja? Ihr müsst dringend in die nächste Gemeinderatssitzung kommen. Aha, du hast doch wieder was vor. Ja, der will sich doch wieder was unter den Nagel reißen. Jetzt hört doch dem Herrn Bürgermeister mal zu. Na, das ausstehende Projekt fällt unter die Flurbereinigungsgesetz von 1953. 1953 warst du noch gar nicht Bürgermeister. Pass auf, Männer, da ist was faul. Der hat doch wieder was vor. Bitte, meine Herren, hier. Friede, meine Gemeindekinder, Friede. Komm, mein lieber Kaplan, du gibst. Sag mal, bin ich jetzt hier unter lauter Deppen, oder? Du reicht die Zahn, sonst baug ich dich bei der Gurgel. Wer du, ha? Oh, wie schön, die Keilerei. Der Sieger bekommt einen Kuss von mir. Was? Ab heute sind wir wieder die besten Freunde. Ja.